Wir haben jetzt wichtige Punkte gehört und wir werden heute Nachmittag Punkt für Punkt auseinandernehmen und ich werde erklären, worum es hier eigentlich geht in der Forschung am Südkreuz. Wir können ja ein bisschen anfangen vor der ersten Pause. Intelligente Videoüberwachung, liebe Freunde, intelligent und Video passt in meinem Kopf nicht zusammen, aber in anderen offensichtlich doch. Die Deutsche Bahn, wie schon gehört, mit dem Bundeskriminalamt und mit der Bundespolizei haben sich da geeinigt und wollen hier diese Testreihen durchführen. Wir haben natürlich auch unsere Whistleblower und haben ein bisschen nachgefragt, wie war das gedacht, wie soll das stattfinden. Es ist so, es wurde ausgeschrieben, dass man sich bewerben kann für diese Testreihe. Über 200 Leute haben sich beworben, haben diese Genehmigung bekommen oder die Möglichkeit bekommen, ihre Daten abzugeben, bestimmte Daten abzugeben und damit einhergehend einen Vordatenabgleich, also zu schauen, was haben die bereits an Akteneinträge, das wurde dann mit überprüft. Sie bekommen ein Gerät, ein Sensor, den Sie am Körper tragen für das nächste halbe Jahr, und zwar immer, wenn Sie hier am Bahnhof Südkreuz umsteigen, einsteigen, aussteigen, was auch immer. Denn das ist dann das Relationsgerät für die verschiedenen Kameras, die drumherum angeordnet sind, um einen dreidimensionalen Raum aufzubauen. Dieser dreidimensionale Raum technisch ist so zu verstehen, dass aus vier Richtungen die Kameras ein Gesicht aufnimmt und daraus wie ein Puzzle ein dreidimensionales Gesicht dann aufbauen kann. Und das wird dann erprobt an diesen 200 und noch was Leuten. Und die haben sich dafür freiwillig gemeldet und bekommen nach der Forschungsphase von einem halben Jahr auch ein bisschen Geld dafür. Ja, das ist der Plan gewesen. Den hat man jetzt zur Umsetzung gebracht und heute beginnt dieses Projekt hier. So wissen Sie ungefähr, wie das abläuft. Nun, diese biometrische Gesichtserkennung, Sie wissen, biometrische Gesichtserkennung, Face Recognition, ist eben markante Punkte am Gesicht oder bestimmte Punkte am Gesicht abzumessen, diese umzurechnen in ein dreidimensionales Gesicht, neu aufgebautes Gesicht, was dann dem eigenen Gesicht angeblich dasselbe sein soll. Und um dann eine Erkennung zu machen, zu schaffen mit den biometrischen im Ausweis vorhandenen Daten, und das in Echtzeit. Das bedeutet, während der Mensch also von Gleis A nach Gleis B läuft, in einer bestimmten Zone sich aufhaltend, sollte es möglich sein zu sehen, wer das ist. Parallel Abgleich mit Datenbank. Das ist der Plan. Ja, das ist sehr schwer umsetzbar. Man hat ja schon dreidimensionale oder Gesichtserkennung an sich, hat man ja schon in Mainz vor ein paar Jahren ausgetestet. Es gab große Schwierigkeiten, angeblich weil es zu dunkel und so weiter. Also interessant. Und jetzt hat man natürlich dran weitergearbeitet und hat das dann hier jetzt in die nächste Stufe gebracht. Nun, welche Datenbanken betrifft denn das Ganze? Das bedeutet, wir müssen ja eine Datenbank mit Informationen haben, damit das Gesicht mit einer Datenbank abgeglichen werden kann. Oder eben die Punkte, die Zahlen, die dabei entstehen, mit den Daten abgeglichen werden können. Und da geht es vorerst um dieses Fingerabdrucksystem Eurodac, Visumsdatenbank, VIS, das sind so die Abkürzungen, ne? Und Schengener Informationssystem. Ja, das ist eine komplizierte Sache, wir werden ja noch darüber sprechen. Zusammenhang gibt es aber auch mit Projekten wie EU-LISA, das ist die EU Agency for Large-Scale IT Systems, also die Vernetzung, die Intervernetzung der Visa, der einzelnen Visa-Abteilungen in der EU. Also diese Intervernetzung wird ja seit Jahren forciert, so dass man, so hofft man, zentral irgendwo steht und dann für alle EU-Bürger die Daten abgreifen kann, zentral an einem Ort. Das ist im Moment noch nicht möglich, daran wird ja gearbeitet. Dann gibt es Zusammenhänge auch mit den Projekten Frontex, das ist das European Agency of the Management of Operational Cooperation at the External Borders. Frontex ist uns ein Begriff, ja, das sind die Wasserwege
die Wassergrenzen Europas, dann EASO, das ist das European Asylum Support Office, das ist so gesagt die EU-Asylbehörde, die ebenfalls langfristig natürlich davon profitieren soll, und auch Smart Border, ein Projekt, womit wir uns schon länger beschäftigt haben, vor einer Weile, nämlich die intelligenten Grenzübergänge. Da wird mir auch immer schwindelig, wenn ich den Begriff intelligent höre und dann wieder mit einem Computer in Zusammenhang gebracht wird. Jedenfalls haben wir uns da schon sehr breitflächig dazu geäußert im Internet, zu Smart Border. Und es gibt noch weitere Intervernetzung und automatisierte Erkennung in der EU, Datentransmission und den zentralen Datenabgleich. Also es gibt eine ganze Menge Projekte und Vorstellungen und Wünsche, die da zum Tragen kommen. Ja? Also wo dieser Forschungspunkt hier durchaus wichtig ist für diese Entwicklung. Ja? Das wird uns so nicht kommuniziert. Das muss man sich selbst erarbeiten, diese Information. Das können wir nicht lesen einfach so, wenn wir auf den jeweiligen Webseiten suchen. Nun, es ist so, dieses System, also mit diesem System können eben zukünftig diese Gesichtsbilder von deutschen Bahnhöfen oder Flughäfen mit dem europäischen Informationssystem abgeglichen werden, denn die sogenannte intelligente Videoüberwachung analysiert und erkennt Personen anhand von Fotos in Datenbanken mit sämtlichen biometrischen Fotos unserer Ausweise und Pässe. Nach der Kategorisierung wird es dann es wird dann drei Videoüberwachungsformen geben, das ist auch neu, habe ich auch gestaunt. Die erste, nämlich die allgemeine beobachtende Überwachung. Dann die zweite, das ist die gezielte Personenüberwachung. Und dann die dritte, die Personenerkennung. Ja, das heißt, wir wissen, es wird verfolgt. Ist ja Sinn der Sache, dass man dann verfolgen kann, dass man eine Person, die von Gleis A nach Gleis B auch beobachten kann, wie sie von Gleis A nach Gleis G geht. Und wenn man das dann schon kann, kann man das ja woanders auch schon. Wenn man das breitflächig einführt, kann man eine Person komplett beobachten. Ja, vom Ausgang aus der Haustüre bis zum Arbeitsplatz. Lückenlose Überwachung und Verfolgung. Ja. Es ist kein Klatschen wert, ich weiß, es ist eigentlich Buhrufe wert. Das Projekt auf dem Bahnhof hier soll also eine Indekt-ähnliche Videoüberwachung aufbauen und erproben. Indekt, ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert, das war vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt, das eben strafrechtlich relevante Bedrohungen präventiv erkennen soll, können müssen. Präventiv und Computer ist auch wieder etwas, wo sich mir der Magen umdreht. Ja? Mir als Geisteswissenschaftler sowas unterzujubeln, ist eigentlich unmöglich. Aber gehen wir weiter. Dazu verbindet Indekt eben, oder sollte damals Indekt verbinden, die Daten von Kameraüberwachung mit Daten aus dem Internet, und das sind eben die Social Networks, Suchmaschinen, Foren und so weiter, und mit staatlichen Datenbanken, und dann im Ergebnis potenzielle Straftäter, also du, liebe Zuhörer, und mit erkannt werden, bevor sie etwas tun, also bevor ihr irgendwie etwas tut, sollt ihr schon erkannt werden sollen können. Nun, Indekt soll dann beurteilen, ob wir uns normal oder abnormal verhalten, und es überwacht auf allen Ebenen, also öffentlicher Raum als auch Internet, und in Folge uneingeschränkten Einblick in die Privatsphäre. Ja, also präventiv ist ein ganz interessanter Begriff. Dieses hier ist ja jetzt nur auf Gesichtserkennung fokussiert, auf dreidimensionale Gesichtserkennung. Die nächste Stufe ist die Körperbewegungserkennung. Es gibt ja auch Musterkörperbewegungserkennung. Das ist, wenn man eine bestimmte Gangart hat und diese immer hat, dann kann man anhand der Gangart erkannt werden. Und die Zukunftsmusik oder die Zukunftsideen diesbezüglich sind, dass eben bestimmte Bewegungen bestimmte Menschen als potenziell gefährlich oder nicht gefährlich einstufen. Wenn es demnach ginge, bin ich die Erste, die dabei rot aufleuchten wird. Denn ich komme aus einem Land, wo wir gerne viel mit Händen und Armen kommunizieren, und das ist dann schon nicht mehr erlaubt. Und das betrifft Tausenden, Millionen
Millionen von Menschen, die dann hier sich einfach ordentlich zu verhalten haben. Und das bedeutet geradeaus gehen, nicht sitzen, nicht knien, nicht springen, nicht fehlerhaft bewegen. Ja? Mit einer ganz interessante Sache. Wie viel positiv, wie viel Falls Positives wir dann haben, ja, also wenn man sich jetzt schon überlegt, in Mainz das Projekt war problematisch, da gab es sehr viele Falls Positives, was dann kommen wird, ja, also das sind so Sachen, das ja, ist interessant. Es ist interessant. Also wir haben hier etwas Interessantes auch, nämlich, dass der Algorithmus dann sagt, wer ist gefährlich und wer nicht und nicht mehr der Mensch. Der Algorithmus wird dann über uns schweben und Erkennung machen. Und das ist etwas, wo wir ganz vorsichtig sein müssen und es möglichst dafür wachsam zu sein. Nämlich, das ist ein Zustand, den wollen wir so nicht. Und deswegen Aufklärung. Aufklärung ist wichtig. So, wir werden jetzt gleich eine Pause machen. Aber vorher, der Einsatz von softwarebasierten, computergestützten Analysen der Daten zur Gesichtserkennung und Nachverfolgung von Personen, also einem anlasslosen Bevölkerungsscan, verletzt durch einen Gesichtsabgleich mit erkennungsdienlichen Datenbanken nach § 27 des BPOLG, Bundespolizeigesetz. Und deswegen lehnen wir das ab, dass das hier so gemacht wird. Ja, wir lehnen das ab. Wir, die hier sind und auch die, die heute nicht hier sein können und die mit uns geistig hier sind, also eine ganze Menge, ja, lehnen das ab. So, jetzt machen wir eine kleine Pause. Ihr trinkt alle was, damit ihr hier nicht überhitzt. Bis gleich. Dann geht es nämlich weiter mit Tracking und Bewegungsprädiktion. Das wird spannend.